Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft City Build und immer noch zusammen mit Jakob alias Hofe Z. Hi. Okay, muss ich natürlich hier. Ich müsste meine Quarky Motions auch mal irgendwo hinlegen hier. Habe ich aber vergessen bis jetzt. Naja. Passt auf, Freunde, wir waren ein bisschen fleißig unterwegs gewesen. Also beziehungsweise haben wir uns ein bisschen nebenbei beschäftigt. Zum einen, das kann ich euch mal auf der Karte zeigen, was ich hier freigewandert habe. Ihr seht, es ist eine ganze Menge. Ich war hier weit unterwegs und ich bin gelaufen und mit einem Bötchen unterwegs gewesen. Ich habe noch 2 Meteore gefunden. Ich habe ein Dörfchen gefunden, wo auch dieser komische Schienenwart drin steht, der uns das Koks hoffentlich eventuell vielleicht traden lässt. Ich habe noch ein Dungeon gefunden, schön mit einer Enderperle drin, alle chicky. Und war hier oben irgendwas? Ach ja, da oben war noch ein Dorf. Ihr seht, ich war weit unterwegs. Bin also richtig hier rumgekommen. Und ich habe, eigentlich wollte ich nur noch ein paar von den Rubber Saplings finden. Hab ich auch. Ich kam mit 6 Stück zurück. Ich habe die zwischendurch schon mal ein bisschen gepflanzt. Hier sind ein bisschen gewachsen. Hab die mit der Sichel abgeholzt, die gerade Jakob im Inventar hat. Holze alle die ab, wo, naja, dieses Rubber-Ding hier nicht dran ist. Die werde ich aber nachher umparken, weil ich habe nämlich was Schönes entdeckt, was ich nachher nehmen kann. Übrigens, Jakob, du kannst mal bei dem einen Baum da, der ist hier wachsen, da kannst du mal das Gras abpflücken, wenn du jetzt das Laub oben abhacken, wenn du die Sichel noch im Inventar hast. Ja, warte, mache ich. Und genau, weil hier gibt es nämlich so einen ganz lustigen Stäbe, so eine Art Zauberstäbe. Früher hießen, also es gibt ja Builder's Wand, die kennt man vielleicht noch zum Bauen. Da gibt es hier gleich verschiedene und mehrere von. Und davon will ich ein paar haben. Dafür brauchen wir aber Lohnruten. Die Lohnruten, die möchte Jakob gleich besorgen. Aus dem Nether, sprich die Mobs werde dann gleich mal aktiviert zwangsläufig. Mal gucken, ob das eine gute Idee war. Damit wir uns diese Wands craften können. Denn ich möchte gerne hier die vorhandenen Teile möchte ich einfach mal zusammensetzen und alle auf einen Stamm setzen, beziehungsweise mal auf die Stämme, die Rubbers zeigen, also blöd zu erklären, aber bei jedem Baum wächst das Rubber immer in eine bestimmte Richtung, immer fest. Also bei dem Stamm war das in die Richtung, bei dem Stamm hier in die Richtung und die Stämme, wo das Rubber halt in eine Richtung zeigt, die will ich einfach übereinander setzen. Hat man beim Ernten denn doch etwas leichter. So ist mein Plan. Mal gucken, ob der funktioniert. So, das bauen wir mal kurz ab. Da wir eine 1.10 sind, können wir ja mit Springen ein bisschen tricksen. So, was haben wir noch gemacht? So, hier haben wir alle durch. Da haben wir nichts weiter. Hängt da so ein Dings dran, so ein Rubber hier? Können wir das gleich kürzen hier? Oder gibt es hier keinen? Vielleicht gibt es ja keinen. Ich habe nochmal Obsidian mitgebracht ohne Ende. Das ist ohne Ende, waren um die knapp 30 Stück. Hab nochmal Obsidian-Spitzhacken genommen. Und dadurch, dass wir natürlich jetzt hier nicht die Modifier haben, die es normalerweise gab, habe ich hier einfach in Dia raufgekloppt und die Haltbarkeit, siehe da, hat sich dann mal eben gleich von 150 auf 606 erhöht. Ist natürlich geil. Jetzt noch den Emerald-Ruf für alle Schlaumeier von euch. Würde jetzt nicht viel bringen. Kann ich euch aber auch zeigen, warum. Wenn ich jetzt noch den Emerald-Ruf kriege, ihr guckt mal auf die Haltbarkeit, würde ich gerade mal, was sind das, 55 Haltbarkeit gewinnen und dafür werde ich den Smaragd nicht verschwenden und schon gar nicht den Modifier. Denn vielleicht gibt es hier noch Modifier, an die ich gerade nicht denke oder die gerade noch nicht kenne, besser gesagt. Und dann würde ich mich tierisch drüber ärgern, wenn ich jetzt den einzigsten verschwende, den ich habe. Genau, den Rubberwood, kann man halt nicht mit anfangen. Man muss es erstmal immer durchbrennen, weil man kann das hier, kann ich euch auch zeigen, man kann das nicht normal zu Brettern verkraften. Das war aber auch vorher schon nicht möglich. Kann man aber immer durchheizen, kriegt man hier Himmelseichenholz raus und mit dem Himmelseichenholz kann man dann wieder alles Mögliche machen, was man möchte. Sieht ein bisschen kacke aus, aber naja, was soll's. Das war das. So, den One wollte ich euch noch zeigen. Das ist zum Beispiel einer von denen. Und weil ich den nutzen wollte, habe ich mir den Kondensator hier, das ist der oben im Weiler, fehlt gerade die Anzeige, aber das ist der Basiskondensator. Den kennt man ja schon aus anderen Let's Plays, immer zum Auffüllen, zum Aufladen für die Magneten oder andere Maschinen. Und den Illumination Wand, den habe ich gebraucht, oder da habe ich da drin aufgeladen. So,
Lange Rede, kurzer Sinn. Zeig euch, wie immer kurz ins Dunkel. Die Fackel nehmen wir kurz aus der Offhand raus, damit es mal kurz dunkel wird. Dann nehmen wir hier mal kurz ins Dunkle. Setze ich hier so ein Ding drin. Zack, wird hell. Und das bleibt da vor allem hell. Und das kann ich so oft machen, wie ich lustig bin. Er verliert ein bisschen Haltbarkeit, aber unwesentlich. Und mit dem Linksklick baut man es einfach wieder ab. So, das werde ich aber hier trotzdem mal anmachen. Eigentlich. Ne, machen wir jetzt noch nicht. Weil ich muss ja die Mobs gleich wieder anschalten. Genau, und dafür gibt es nämlich auch Wands, mit denen man halt Sachen bewegen kann. Das zeige ich euch auch ganz kurz. Dann erkläre ich euch den Plan für diese Folge oder für diese kurze Session, die wir jetzt hier machen. Was jetzt hier, ja, Better Builders Wand. Builders Wand kennt man, wie gesagt, aber hier in so einem Stone Wand, der kann maximal 5 Blöcke setzen, denke ich mal. Bin ich mir nicht sicher. Was mich irritiert, ist denn hier dieser unzerbrechliche Wand, dass man hier mit dem mal eben bis zu 16.000 Blöcke setzen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil so viel kriegst du ja nicht ins Inventar. Kann natürlich sein, dass der sich ja vollsaugt mit Steine zum Beispiel und dann kann man, keine Ahnung, werden wir sehen. Und das sind die Wands, die ich als nächstes aber machen möchte. Mir geht es vor allem um den, hier, Moving Wand, da ist er. Ne? Mit dem Rechtsklick kann man eben Blöcke nehmen und mit dem nochmal Rechtsklick kann man sie halt wieder setzen. Den möchte ich haben, auf den warte ich. Und dafür brauchen wir eben noch eine Enderperle, also eine, weil eine habe ich ja gefunden. Und wir brauchen hier diesen Wandcore. Und dieser Wandcore besteht jeweils aus 3 Lohnrouten. Also 6 Lohnrouten alleine schon brauchen wir dafür. Plus nochmal eine Enderperle. Alter Verwalter. Das war das. So. Nur mal kurz am Rande, was wir so offscreen nebenbei gemacht haben. Ja, war nicht aufregend, war nur lange Wege. Aber als allererstes, weil Jakob so ein aufgeregt ist, der möchte unbedingt haben, der möchte unbedingt einen Jetpack haben. Was uns natürlich, ja, er lacht, genau. Was uns natürlich zu Hilfe kommt, dass ich jetzt hier den Basiskondensator schon habe, in der Hoffnung, dass sich Industrial Craft hier aufladen lässt. Weil Industrial Craft, hat man schon mitgekriegt, hat manchmal so ein paar Eigenheiten. Hat mich das Schwein gerade geschoben? Ja. Blöd oder was? Ich muss aber kurz ins Nether und Glowstone holen. Also genau. Kann ich das Jetpack nicht Jakob, geht mal kurz ins Nether. Den habe ich nämlich auch so eine schöne Spitzhacke hier gemacht. Und ja, passt schon. So, was mich noch interessiert, was mir gerade noch spontan einfällt, weil ich schon zigtausend Mal gucken wollte. Dieser Magnet, der war ja von Ender.io. Und gibt es hier den Magneten? Ja, den gibt es, den habe ich schon gesehen. Ah, sehr schön. Perfekt. Bubble Amulett. Hä? Was brauchen wir denn da? Dynamischen Kristall. Gucke, ein Smaragd. Da ist der Magnet, ist ja absolut traumhaft. Gerade wenn man fliegt, macht sich das geil. Wenn man im Fliegen was abbaut, im Flug was abbaut, perfekt. So, aber im dynamischen Kristall hier, Vibrant Alloy, dem, was ist das hier, Energetic, Enderperle, ja, brauchen wir wieder Enderperlen. Gut. Aber ja, gibt es jedenfalls fest. Hat hier Jakob versteckt. Ah, die gute Spitzhacke. Musst du mitnehmen. Was ich noch sagen wollte, achso, von diesen Zauberstäben, da gibt es übrigens auch einen Zauberstab, oder diese Not Enough Wands, wie der so schön heißt. Und zwar gibt es auch so was wie einen, wie hieß denn der, Protection Wand. Das heißt, man kann einzelne Blöcke, kann man so ja protecten. Dürften dann theoretisch nicht mehr abbaubar sein oder zerstörbar sein von Mobs und so weiter. Ich meine, ich habe, glaube ich, Mob Griefing hier aus, aber ich bin mir da nicht so sicher. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Dit war dit. Du willst jetzt ins Nether gehen und dit. Oh, ich hatte so Glück, ne? Ich brauch 2 scheiß Lapis, sonst hätte ich das nicht machen können. Lapis haben wir noch 56, hier haben wir das. Ja, ja. Ich hatte wirklich Glück gehabt gerade. Achso, du baust dir ja gerade, ne? Ah ja, ich bin eigentlich fertig, muss ja noch. Während du baust, kann ich ja den Leuten noch mal ganz kurz zeigen, wie das gebaut wird. Er nimmt sich nämlich dieses hier. Und, ja, was brauchst du dafür? Du brauchst eben hier Iron-Platten, das heißt, das sind zweimal geschlagene Eisenplatten. Dafür musst du wiederum den Hammer machen. Eisen haben wir ja gerade ein bisschen. Für die Flüssigkeitszelle brauchst du bloß eine Glasscheibe. Und dasselbe nochmal mit Zinn, doppelt gekloppte Platten oder Ingots. Und den Electronic Circuit. Ja, dafür war eben diese Rubber-Geschichte, deswegen war Jakob zuerst unheimlich weit unterwegs. Dafür brauchst du aber wiederum halt eine Schere. Weil du musst ja die gekloppten Kopperplatten wiederum zerschneiden, damit du halt ein Kabel rauskriegst. Und die Kabel brauchen natürlich halt ein Rubber, weil jeder kennt ein Kabel, da ist immer Gummiüberzug, also das ist schon logisch aufgebaut.
Aber da hat sich nicht wirklich, bis auf, dit, auf die Kopperplatten, hat sich, oder auf, auch auf die Tin- und Eisenplatten selber, hat sich bei Industrial Craft in den letzten 4 Jahren, glaube ich, nicht wirklich irgendwas verändert. Warum auch immer das so ist. So, und was mich mal kurz interessiert, du hast aber jetzt nicht das Ding mit der Badbox gemacht, ne? Du hast das normale. Ja, mit der Badbox. Ah, okay, alles klar. Hast natürlich eine weitaus höhere Haltbarkeit. Gut, dann hast du doch das etwas größere Jetpack gemacht, weil auch völlig okay ist. Brauchen wir halt nur die Batterien. Ja, brauchen wir halt ein bisschen mehr Redstone, ein bisschen mehr. Hast du mich gerade hier hauen hier? Hä? Hey. Klar, so doof. Ich habe ein Herz, André, lass es. Oh, warum? Tatsächlich, ein Herz. Warum? Ich wurde angegriffen im Netz. Die Mobs sind übrigens an. Hast du mir nicht erzählt, die Mobs waren noch aus, als du auf den Server gekommen bist? Hast du die nicht angemacht? Ich dachte, du hast die angemacht. Nee. Deswegen sagte ich ja, wenn wir den Server verlassen haben, Rede, dann sind die danach eigentlich automatisch wieder an. Vorhin waren sie aus. Denk dran, du hast hier mit Cooldown musst du arbeiten, ne? Ja, ja. Okay. So. André. Ja? Guck mal hier rein. Sehr schön. Naja, wir hoffen, dass du das in dem Ding da aufladen kannst, wa? Ey, das wäre jetzt wirklich scheiße. Müssen wir probieren, wenn ich müssen wir noch ein Charge-Pad bauen. Kannst du das da reinlegen? Da, wo die Blitze sind. Ja, bei mir ist es irgendwie voll, aber ich kann es irgendwie nicht. Voll? Ich kann es, warte. Wie kann ich denn damit fliegen? Einfach als Brustplatte aufsetzen. Ja, kann ich trotzdem nicht fliegen. Weil es dann leer ist. Ja, aber ich kann es da nicht reinziehen. Gib mal her. Warte. Weil ich kann es ja nicht sehen in den Kondensator. Ich kann es da nicht reinziehen. Das ist leer, da steht 0 von 30.000. Habe ich auch gerade gesehen, aber ich kann es da nicht reinmachen. Das ist das, was ich sagte, Industrial Craft. Also gut. Was muss ich dafür bauen? Wir gucken mal kurz die Ladestation. Also gibt ein Chargepad und Ladestation und so weiter. Ladestation. Von Open Computers gibt es noch eine. Die ist, dafür bräuchten wir jetzt Kaktusgrün. Tongold. Kaktus haben. Ein Kakteen haben wir ja. Na, dann kannst du Kakteen immer in den Ofen schmeißen, so ein paar Stück. Wie viele? Sag mal, da haben wir jetzt eine, zwei, drei. Ja, okay, dann muss ich mal kurz Zuckerer, losgehen. Weil wir brauchen noch ein bisschen Papier. Und den Rest haben wir eigentlich da. Dann können wir die Ladestation von Open Computers auf alle Fälle machen. Wie heißt das? Einfach nur Open Computers oder? Ladestation. Lade. Genau. Ah, hier. Dafür brauchen wir einen Kondensator. Ja, sieht ein Mikrochip. Zwei Kondensatoren, weil die für die beiden Kondensatoren und für die gedruckte Leiterplatte, da brauchst du jeweils in den Rezepten, brauchst du jeweils eh so ein Kaktusgrün, weil so Ton ist kein Problem. Den Ton können wir auch zusammen craften, davon haben wir noch genug. Wie macht man denn dieses Dings, wie heißt? Ach ne, Ton, ach so, okay. Ton habe ich jetzt gerade gemacht, jetzt machst du einfach bloß 4 von den Lehmdingern hier. Okay, wie macht man die mit Papier, okay. Genau, Papier brauchst du dann noch und dann so Redstone und den Kram hast du ja alle da. Ich pack mal den Ton unten in die Kiste mit drin, wo die Items drin, wo die Ingots drin liegen. Okay. Dann kannst du das nämlich dann so aus dem Inventar craften und ich guck mal noch parallel, ob wir hier noch. Gedruckte Leiterplatte, wie macht man die denn? Ach, aus Ton, Eisen und den grünen Dingen da, genau. Das ist der grüne Farbstoff, genau. Den kannst du ja aus Kaktusgrün machen. Zum Beispiel. So, jetzt wollen wir gucken hier. Okay, da müssen wir doch mal anders gucken. Gucken wir mal bei. Industrial Craft, wie die. Ach Gott, Eda. Industrial. Ach, wie hieß denn diese Ladestation? Weil die vertragen sich auch nicht, oder die kannst du auch nicht mit jedem Strom aufladen. Dafür braucht man wieder halt ein Solarpanel und so weiter und eine Badbox als Akku oder denn, wenn es größer wird, MFE und ein MFSU, das ist halt die größte Variante und du musst halt gucken, welche Maschinen mit welcher Stromstärke auskommen. Mhm. Weil wenn du zu viel Power durch die Maschine jagst oder in die Maschine jagst, dann fliegt sie dir freundlich um die Ohren. Macht einmal okay. Bumm.
gibt ein Loch im Krater, Loch in der Erde, hast ein Krater und auf dem anderen kriegst du dann halt nicht mehr das Rezept raus. Bleibt bloß der Maschinenrahmen übrig. Denn bei Industrial Craft kannst du die Maschinen nicht einfach so abbauen, dafür musst du dir auch wiederum eben den Schraubenschlüssel machen. Damit du die abbauen kannst. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das zerploppt, sehr gering. So, ich gucke hier immer noch nach der Blöde. Warte mal, wie hieß denn diese die Ladestation? Was haben wir noch mit Charge? Ein Chargepad, genau. Chargepad heißt das Ding. CESU. Wäre aber die kleine Variante. Die reicht ja eigentlich völlig aus. Vielleicht reicht auch eine Badbox aus. Eine Badbox. Naja. Machen wir noch eine Badbox. Und dann nochmal, ich tue mir nochmal ein Solarpanel wahrscheinlich, weil ich glaube auch nicht, dass sich das hier aufladen lässt mit NRAO. Befürchte ich einfach mal. So, eine Steindruckplatte. Fangen wir einfach mal oben an. Du wolltest ja ins Nether gleich gehen, wa? Ich das Jetpack habe. Ach so. Okay, da haben wir wieder unsere drei Probleme. Was? Schöne Grüße an Red. Das hast du dann gerade gemacht. Ich habe dieses Transistor oder so gecraftet. Transistor? Ja. Haben wir keine Steine mehr? Hm. Bruchsteine durchhämmern hier, warte mal. Warte, ich habe noch, ich habe noch 8 Steine hier, hinter dir. Ich brauche 2 für eine Druckplatte. Weil das verlangt gerade das Rezept. So. Badbox, die haben wir. So, dann brauchen wir hiervon. Ach so. Hammer und Schere hast du alle bei dir in der Kiste wahrscheinlich, oder? Genau. Brauchst du die jetzt gerade? Nee, jetzt gerade nicht. Okay, dann nehme ich mir den Forge-Hammer und ich nehme mir die Schere mit, den Cutter. So, warte mal, wenn du Kabel zufällig hast. Ja, ich habe noch ein paar, glaube ich. Dann brauche ich mir die ja nicht craften. Dann nehme ich mir einfach mal ein bisschen Kabel weg. So. Damit ich dir dann wenigstens hier. Achso, Tinplatten. Och, Alter. Kannst du auch nehmen, habe ich glaube ich noch ein bisschen. Ja, ich nehme es mal raus hier. Warte, das sind die Iron Plates. So. Halt, Kupferkabel. Mann, ey, dieses Loch hier. Der blöde Keller. Kupferkabel ist auch noch drin. Ja. Noch 57 Stück. Jetzt nicht mehr. So. Wo haben wir denn hier die Sticky Resin? Die hämmern wir mal auch durch, weil die werden wir auch gleich brauchen. So. Halt. Spinne vor dir. Ja, ja. So. Ich habe 21 Level, okay. Ich habe 26. Ja, wollte ich gucken, ob es hier auch diesen Obelisten gibt von NIO. Ich höre doch schon wieder ihn. Der ist ja nackig! Verpisst euch. Da hinten brennt noch einer, ein Skelett. Das schnappe ich mir jetzt. Versteck sich unterm Baum. Man beim Zuschlagen shiften sollte, weißt du, wa? Als PvPler. Ja. Gut. Ich dachte, ich kann dir vielleicht noch was erzählen, aber naja, in dem Fall hast du mir 100 Jahre voraus. So, habe ich noch Kupferkabel jetzt hier drinnen? Nee, kann ich nicht machen, weil ich brauche nämlich erstmal noch Ditte hier. Weil die Kabel selber, die brauchen wir so erstmal nicht. Wir brauchen eben die Kabel ohne Ende. Jetzt hat er hier beide Workbenches hier. Ja. Schlag. Hau ab! Ach, so. Bin doch schon weg. Okay, jetzt brauche ich noch eine Eisenplatte. Brauche ich jetzt noch. Gibt's doch ja nicht. Also, ich habe den Dings fertig gemacht. Und du hast das ganze Eisen rausgenommen, du Lump. Ja, wirklich? Kann sein, ja. Wo ist das Eisen hin? Ja, da drinne. In meinem Inventar. Ja, jetzt genau. Wollte gerade sagen. Aber wo ist denn jetzt? Achso, ich habe ja hinten halt übrigens noch eine extra Kiste gemacht. Fällt mir gerade ein. Dann muss ich da irgendwie Strom drauf machen. Worauf? Ja, hier. Muss ich mir noch diese Maschine craften, wie heißt die? Die Sterling-Generator. Der kriegt jetzt eigentlich... Jetzt bin ich aber irritiert. Eine Ladestation, warum? Keine Ahnung, also Strom müsste das Ding eigentlich ja kriegen normalerweise, ja. Aber die Frage ist halt nur, wie? Stell dir mal...
Wir hoffen mal, dass die eventuell mit NaO kompatibel ist. Dann stellst du die mal einfach auf den Kondensator hier oben rauf. Soll ich mal abbauen? Versuchen wir, ja. Also die Säulengenerator meine ich. Nee, das lässt hier alles stehen. Dein Ding da stellst du einfach oben auf den Kondensator rauf, weil das Kabel doch daneben ist. Einfach hier oben raufstellen hier. Hier drauf. Entschuldigung. Genau. So. Auf alle Fälle hat sich das Kabel verbunden. Stell dich mal irgendwie hier ruf oder sowas. Wir müssten mal Kohle reintun. Nee. Doch, das ist leer. Da kommt aber keine Kohle rein. Oder Kohleblöcke halt. Nee. Was denn? Na nix, da liegt. Da packst du das drin, was du aufladen willst normalerweise. Nein, hier in den Stirling-Generator, da war nichts mehr drin. Ach so, dann sag es doch. Ich dachte, du meinst jetzt hier die Ladestation. Nein, nein. So, ja, da hast du natürlich recht. Da müssen wir mal drin packen, so. Aber nichtsdestotrotz lädt er den Jetpack nicht auf